Hallihallo und willkommen zurück zu Band Footage. So, wir haben jetzt noch eine Sache offen und zwar Ethan muss sterben. Ich habe jetzt beschlossen, also ich werde bei Zeiten nochmal eine Folge hochladen von dem Kartenspiel, wenn ich weiterkomme. Und natürlich auch, wenn ich das nächste Areal freigeschaltet habe von Jacks Geburtstag, dann wird davon auch nochmal ein Video kommen. Aber erstmal würde ich sagen, gucken wir uns alles Mögliche an, was es am DLC so zu sehen gibt. Und deswegen machen wir jetzt Ethan muss sterben. So, bereit zu sterben? Ja, natürlich. Ein Berg von Leichen. Dieses höllische Haus hat nur einen Zweck. Die Vernichtung von Eindringlingen. Keine Speichermöglichkeiten. Objekte werden jedes Mal zufällig ausgewählt. Unzählige Fallen und Monster erwarten sie. Ethan wird höchstwahrscheinlich hier sterben. Aber keine Angst. Versuchen sie es einfach wieder. Und wieder. Na, das klingt ja spaßig. Besiegen sie Margaret im Gewächshaus. Und wir haben nur ein Messer. Ernsthaft? Na geil. Na geil. Okay. Da ist eine Kiste mit einem Stern. Erste Hilfe als Nein. Okay. Was sollen wir jetzt hier tun? Da ist eine Falle. Sehe ich. Ich sehe hier aber keinen. Da ist ein Draht. Ganz viele Drähte. Okay. Kommen wir hier rein? Nein. So, was sollen wir jetzt hier tun? Oh, meine Nase juckt. Ich habe gegen das Mikro gestoßen. Entschuldigung. So, was sollen wir hier machen? Kann mir das jemand sagen? Hier noch eine Kiste? Nö. Finden Sie den Gewächshausschlüssel im Wohnzimmer des Haupthauses. Mhm. Und da sind Monster drin und wir haben nur ein Messer. Ja, das geht doch schon mal voll in die Hose, würde ich sagen. Ich mit dem Messer nur. Ja, gute Idee. Sehen tun wir hier nichts durch die Fenster. Ja, dann wollen wir mal sehen, wa? Da oben ist ein Spucker. Da hinten ist eine Kiste, sehe ich. Da ist ein Rad. Chemikalie. Oh, 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 oh. Und hier komme ich nicht durch. Schön. Ja. Ernsthaft? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Dieses Haus zu erstürmen ist für die meisten unmöglich. Ja. Für mich auch. Oh, Mann. Schießpulver. Toll. Ja. Ein Schlag, wir sind tot. Wir haben nur ein Messer. Cool. Gute Idee. Kommen wir nicht rein? Ja. Bitte. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, da oben ist der Spucker. Dann sind jetzt zwei Sterne an der Kiste. Jo, ein Schlag und tot. Ist das euer fucking Ernst? Ja. Wenn Sie eine Holzkiste finden, sollten Sie sie nicht sofort öffnen. Alter. Ja. Toll. Also ich glaube, das wird eine kurze Runde, weil wir hier nicht großartig weiterkommen. Ich renne jetzt einfach mal durch. So. Ja, gute Idee. Gute Idee. Oh ja. Mhm.
Mann. Was ist das denn für ein bescheidener Modus? Kann mir das mal jemand sagen? Den finde ich jetzt schon mal ziemlich uncool. Nur mit einem Messer, ne? Oh Mann. Ja. Sehr schöne Idee. Ganz fabelhaft. Hier ist jetzt keine Kiste. Nö, warum auch? Wir brauchen ja nichts außer ein Messer. Easy. Da kommen wir nicht durch. Schön. Mhm. Ja, genau. Mhm. Mhm. Also. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen soll. Da ist eine Kiste. Schön. Eine Pistole. Mhm. Mhm. Ja. Der Modus ist ein bisschen... Wo ist denn der Draht? Wenn ich da durchlaufe, bin ich tot, oder? Oh Mann. Was ist das für ein beschissener Modus? Ja. Danke. Also kann mir jemand den Sinn dieses Modus verraten vielleicht? Außer dass er abpackt, also nervt, Entschuldigung für den Ausdruck. Ernsthaft. Ernsthaft. Dazu fällt mir langsam nichts mehr ein. Hier ruht Ethan Winters. Schön. Schön. Oh Mann. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie man hier vorgehen soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, genau. Oh Mann, es ist nicht euer Ernst, echt nicht. Ich bin anscheinend für diesen Modus zu blöd. Schießpulver, ja, schön. So, ist das eine echte Kiste? Mit zwei Schuss, schön. Was soll ich denn hier machen? Jetzt mal ernsthaft. Komme ich hier hin? Nee. Was zum Teufel? Soll ich hier machen? Ja, im Wohnzimmer, bla bla. Ich hab keine Ahnung.
Nee, komme ich natürlich auch nicht durch. Ja, also die beiden Treppenaufgänge waren versperrt. Da komme ich nicht durch. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Wir probieren es noch ein einziges Mal und dann würde ich sagen, hat sich's mit diesem Abspann des DLCs erledigt, weil, ja, finde ich weder motivierend noch spaßig noch irgendwie verständlich, was man da machen soll. Ein Brenner. Schön. Ich weiß auch nicht, wo man hin soll. Also klar, man soll jetzt den Schlüssel finden, man soll ins Wohnzimmer. Ja, alles gut. Aber es wird einem nicht verraten, wie. Okay. Bin ich jetzt hier noch irgendwas vielleicht? Hier ist das Gewächshaus. Aber hier ist keine Kiste oder sowas, ne? Zu. Ja. Hier sollen wir später hin. Schön. Aber. Jetzt kommen wir da noch nicht hin. Ja. Ja, cool. Also ich... Man müsste die Fallen irgendwie zu seinem Gunsten benutzen können, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Wie man die Viecher da irgendwie hinlocken soll oder so. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Achso. Hier. Da ist eine Falle. Ich mache überhaupt keinen Schaden, kann das sein? Okay, hier kommen wir rein. Okay. Ja, der Brenner hat irgendwann doch das Viech zermetzelt, aber hat ewig lange gedauert. So, und die Tür kommen wir rein. Psychotonikum. Das nehmen wir gleich mal, würde ich sagen. Echte Kiste? Eine Röntgenbrille. Verbessert ihr Sehvermögen so, dass sie die Position von Objekten sehen können. Hä? Aber ausrüsten kann ich sie nicht, oder wie, oder was? Okay. Da ist was drin. Da ist ein Draht. Lauf da rein. Okay. Wir haben eine Flinte. Messer. Flintenmunition. Okay. Okay. Wir haben keine Map, ne? Nein. Wieso kann ich die nicht benutzen? Jetzt. Okay. So. Da kommt man nicht durch. Okay. Da ist noch was. Irgendwo. Hä? Hä?
Und wir haben den Brenner. Okay. Da ist noch was drin. Arznei. Hier kommen wir nicht rein. Okay. Brenner, Moment. Mhm. Das sieht aus wie eine Falle. Da ist auch eine Falle, oder? Das ist so eine Falle. Da kommen wir noch nicht dran vorbei, oder? Aber hier kommen wir vorbei. Hört ihr das Ticken? Das ist keine echte Kiste. Machen wir nicht auf. Komm mal mit, Freundchen. Ich muss mal was testen. War ja nicht sehr effektiv. Da hört ihr das? Es ist ein leichtes Ticken zu hören. Es ist keine echte Kiste. Behaupte ich jetzt einfach mal. Da hinten ist noch irgendwas. Wie kommen wir denn an der einen Platte vorbei? Schnell durch. Oh. Okay. Verdammt. Wir sind schon weitergekommen. Ne? Wir sind schon weitergekommen. Oh Mann, jetzt will ich es natürlich wissen. Echte Kiste? Ja. Oh. Schießpulver. So. Wir rennen gleich wieder in der Haupthalle durch. Eine Pistole. Ja, besser als nichts, ne? So, run. Run, run, run. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Oh, wow, 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 wow. Noch ein Schlag und wir sind tot. Oh, wir sind gleich tot. Wir sind gleich sowas von tot. Hier kommen wir nicht rein. Moment, wir können mal eben kombinieren. So, trotzdem sind wir gleich tot. Uncool. Wir haben keinen Brenner. Schön. Okay. So. Oh Mann. Oh Mann.
So, wie machen wir denn jetzt weiter? Bei den Druckplatten? Keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Wir kommen jetzt da nicht runter, weil wir keinen Brenner haben, ne? Richtig. Da kommen wir nicht durch. So, und da kommen wir nicht weiter ohne Brenner. Coole Sache. Also haben wir quasi schon verkackt. Würde ich mal sagen. Oh Mann. Sonst ist hier auch nichts weiter. Nö. Kommen wir denn da durch vielleicht? Nö. Ja, den Modus finde ich ziemlich. Weiß ich nicht. Bescheiden. Was machen wir denn jetzt? Vor allen Dingen kommen wir nicht durch. Kann man das Zeug abschießen? Ich würde sagen, das reicht erstmal an Versuchen. Diesen Modus finde ich, muss ich ehrlich gestehen, überhaupt nicht gut. Dazu wird es, glaube ich, auch keine weitere Folge mehr geben, weil es ist einfach nur nervig und übertrieben schwer. Wahrscheinlich kann es auch sein, dass ich mich absolut dämlich anstelle, dann ist es so, aber für mich war dieser eine Versuch der erste und der letzte. Ich glaube, jetzt habe ich genug gesappelt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei irgendeinem Let's Play. Dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss!